Hallo ihr Lieben, wir steuern wieder mit voller Geschwindigkeit auf die nächste Finanzkrise zu und die würde ich gerne ein bisschen eindämmen, bevor es ganz zu spät ist und deswegen fangen wir heute mit einer kleinen Finanzanalyse an, am besten im Pausenmodus. Und jetzt schauen wir mal, ob wir irgendwo einen Hebel finden, wo wir ansetzen können. Wir haben auf der Ausgabenseite 50.000, auf der Einnahmenseite 40.000, das kann also nicht gut gehen. So. Größte Posten hier sind die Lohnkosten, da können wir nicht viel machen, würde ich sagen. Beim Tierfutter auch nicht unbedingt, aber wir schauen mal rein. Und dann haben wir noch die Zooticket-Rückerstattung, die sind spannend. Nicht zufrieden mit Besuch, da kommen sie her. Also nicht von der Flucht, das haben wir in den Griff bekommen. Aber das entspricht ungefähr der Lücke, die wir haben. Und wenn wir das wegkriegen, haben wir eine schwarze Null. Dann sollten wir uns eigentlich weiterhin auf die Gäste konzentrieren und da die Probleme suchen. Dann fangen wir doch einfach mal damit an. Zufriedenheit ist hier nur mittelmäßig. Energie ist okay. Hunger, Durst, da können wir ansetzen. Bei der Toilette auch. Bei der Bildung müssen wir sogar irgendwie ansetzen. Aber da hatten wir ja schon in den letzten Folgen größere Probleme. 29% denken, das Ticket hat einen fairen Preis. Da können wir entweder den Preis runterschrauben oder vielleicht noch ein Tier in das letzte Vivarium reinsetzen. Dann sind sie bereit, diesen Preis eher zu akzeptieren. Aber hier können wir ansetzen. Es ist sau heiß hier draußen. Also machen wir das mal. Erst nach dem Tierfutter gucken und dann regeln wir mal die Temperatur. So, da haben wir zweimal noch Qualität 3. Da können wir ein bisschen Geld sparen. Aber nicht wirklich viel. Okay, gut. Ja, damit holen wir nichts. Also, machen wir weiter mit der Temperatur für die Gäste. Und ja, 37 Grad ist denen zu viel. Wir können uns hier mal die Klimageräte nehmen, die wir hier bei den Gehegen finden. Und können mal hier anfangen. Da ist nämlich absolut warm. 0 Grad ist zu wenig. Wir gehen mal auf sommerliche 25, nicht zu kühl, denn der Durst soll ja bleiben. Okay. Und jetzt suchen wir uns mal ein paar Punkte hier im Zoo, wo es auch noch viel zu heiß ist. Einen sehen wir schon direkt hier. Jetzt muss ich wahrscheinlich wieder gucken, dass hier auch die Temperatur übernommen wird. Wo ist denn das Ding? Da ist es. Na Leute, hopp, weg da. Hat es übernommen. Okay, wenn wir so machen, kommen wir weiter. Dann hier in den Eingangsbereich. Dann würde ich nochmal hier rüber gehen. Hier drüben ist alles ziemlich heiß, auf der Brücke auch. Fangen wir da an. Machen wir hier weiter. So, hier auf dem Platz. Naja, ist ja auch ein Scheiterhaufen, da ist ein bisschen wärmer, ne? So. Bei den Ferkelchen ist auch viel zu warm. Gut, da läuft der Grill. Wo haben wir denn noch Probleme? Hier können wir nochmal hin. Ja, das haben wir nicht gut gesetzt. Machen wir auf den Weg. Jo, hier oben sowieso. Dann nehmen wir hier auf den Weg noch eins. Das wird wahrscheinlich jetzt alles erstmal primär Geld kosten. Aber ich glaube, das ist nicht schlecht investiert. Wieder mal auf die Brücke. Hier ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Hotspot. Bei den Pfauen vermutlich auch. Ah, die Bäume machen schon gut auch Schatten. So, nochmal hier hin, vor die Brücke. Hier können wir noch was machen. Und bei dem Vivarium, genau. So, besser. Jetzt sollte keiner mehr so richtig motzen. Naja, ne?
So, ein paar kleine Eckchen haben wir noch, ne? Alles klar, lassen wir es damit mal gut sein. Nee, nicht ganz. Die kriegen ja hier echt in der Tat einen thermischen Schock, wenn die hier rüberkommen. So, wir machen weiter. Pause-Modus nochmal angemacht. Wir gucken nochmal, wie es weitergeht. Sau heiß, ist schon mal ein Prozent weniger geworden. Ausstattung ist toll, ich habe Durst. Okay, das ist der nächste schöne Hinweis. Dann gucken wir doch mal, wer Durst hat und wo die Leute so sind. Hier hinten ist so ein bisschen ein Spot, aber die könnten ja eigentlich hier rüber gehen. Hier haben wir einen Getränkeladen. Hier haben wir nur was zu futtern. Hier ist der nächste Getränkeladen. Und hier auf dem ganzen Eck kommt keiner bis hier unten. Okay. Aber vielleicht sollten wir tatsächlich irgendwo hier noch was hinbauen. Bin mir noch nicht so ganz sicher. Wir können ja mal gucken, ob wir vielleicht auch einfach einen tauschen, weil irgendeiner nicht so gut geht oder der falsche ist. Wo haben wir es denn? Da haben wir Getränke. Jo, der Energy zieht nicht so ganz die Leute an. Der Smoothies läuft gut. Das ist schön, der hier auch, der Water. Und der Coffee, unten bei den Pinguinen sitzt der, glaube ich. Der ist auch nicht so ganz gut. Preise wollen wir natürlich erstmal alle übernehmen. Das ist natürlich ganz klar. Aber den Energy, den gucken wir uns mal an. Und den tauschen wir mal aus gegen, was haben wir denn? Juice müsste fehlen. Milkshakes und Slush, oder? Ja. Okay, schmeißen wir dich mal raus. So. Den Weg machen wir weg. Ach, das ist jetzt nicht schön. So. Slush und Milkshakes sind das Beste hier für die warme Region. Den Juice können wir zum Pingus setzen, würde ich sagen. Machen wir das doch mal. Gästeeinrichtung, Getränke, Milkshakes. Fangen wir mit dem an. Ja. Irgendwie hier so genau daran. Dann Energy, den lassen wir mal weg. Slush. Wo können wir den denn noch hinsetzen? Also ich würde ja hier eigentlich gerne noch eine Toilette setzen. Insofern kann da jetzt nicht ein Getränkeladen stehen. Na, ich habe doch den Looney Balloons weggemacht. Wie wäre es denn hier an der Ecke? Genau. Den wollte ja keiner haben. Hat ja keiner geschätzt, den guten Laden. Also machen wir es doch einfach hier hin. Geht das hier in die Gruppe rein? Das macht keinen Sinn. Setz ihn nach hinten, damit wir Warteschlangenbereich haben, ja. So. Der Slush und dann noch ein Juice. Und den setzen wir dann einfach mal hier hinten hin. Ist eine schöne Ecke, würde ich sagen. Okay, jetzt müssen wir natürlich noch die Arbeitsbereiche einstellen. So, Verkäufer sind hier in dem Zoopflegerarbeitsbereich. So, und hier ist auch irgendwas nicht so richtig gut. Mal einer an. Das hat hier eigentlich nichts in dem anderen Arbeitsbereich zu tun. Eigenartig, da ist mir irgendwas schief gelaufen. Und dieses Vivarium, wo ich das gerade sehe, könnten wir eigentlich von hier hinten mit versorgen. Das wäre das Flamingo-Gehege. Dann nehmen wir das noch mit rein. Okay, dann haben wir noch das hier, Zoopfleger-Pinguine. Aber interessant, hier habe ich jetzt auch das... Nee, hier habe ich es nicht mit dabei. Das passt schon. Wir gucken uns das noch einmal an. Ja, ist schon richtig so. Okay. Aber Security muss da noch hinlaufen überall.
und wir gucken nochmal, ob bei der Technik alles in Ordnung ist. Ja, sieht gut aus. Okay, dann müssen wir noch die Mitarbeiter richtig zuweisen. Wir haben jetzt ja 3 neue Mitarbeiter. 2 in den Flamingo-Läden. 1. 2 und der 3. 4. Und da haben wir noch einen, der ist nicht zugeordnet. Machen wir noch zu den Flamingos. Da haben wir mehr Läden, da brauchen wir mehr Springer. Okay. Das Thema Durst sollte eigentlich jetzt funktionieren. Dann, wie machen wir weiter? Wir gucken nochmal nach den Gästen. Ich habe Durst. Der ganze Müll, das ist natürlich auch noch ein heißes Thema. Negativer Einfluss auf Gäste. Haben wir hier ganz ordentlich. Da ist eine Mülltonne kaputt, die wird ersetzt. Da auch. Und da geht wohl irgendwie nur keiner hin. Okay. Hier scheint kein Zoopfleger lang zu gehen. Da müssen wir nochmal Arbeitsbereiche anpassen. In der Tat. Machen wir das doch mal. Oh, Königspinguinin. Och nein. Och, das tut mir leid. Aber gut, so ist es nun mal. Arbeitsbereiche. Flamingos. Also, wenn wir wollen, dass einer, der hier sauber macht, auch diesen Weg mit sauber macht, dann geben wir ihm das Gebäude noch mit rein. Und dann läuft er auch bis dahin und läuft auch mal hier drüber. Und dann stellen wir noch einen Zoopfleger mehr ein, würde ich sagen. Und der soll hier bei den Flamingos sein Unwesen treiben. Okay. So, da muss mal die Ärztin kommen. Oder der Arzt, ich weiß es gar nicht. Okay. Ja, Tier verstorben. Haben wir jetzt verstanden? So. Gäste. Temperatur wird besser. Preis wird mehr akzeptiert. Gegen den Müll machen wir gerade was. Hipshot Water 1 ist voll. Bis jetzt ist der Zoo ganz okay. Da finde ich jetzt nicht wirklich einen Ansatzpunkt. Wenn der Laden voll ist, dann müssen wir doch mal was an der Geschwindigkeit der Arbeit tun. Dann würde ich sagen, bilden wir doch hier mal aus. Arbeite hier für 2. Mhm. Okay, machen wir mal. Okay, noch geht die Kohle weiter runter. Wir könnten jetzt natürlich mal gucken, dass wir hier dieses Vivarium noch in Betrieb nehmen. Da kopieren wir uns doch einfach... Oh, hier. Guck mal, das ist doch auch nicht schön. Da machen wir auch mal was. Und zwar nochmal eine Mülltonne. Okay. So, Vivarium. Wir gucken mal, was es hier noch für tolle Tiere gibt, die wir reinsetzen können. Wo sind wir denn? Artenfilter. Ach ja, komm, der Blauzungenskink, der war doch das letzte Mal so cool, oder? Auch noch ein goldenes Tier. Perfekt. War das jetzt ein Männchen oder ein Weibchen? Ich glaube, das war ein Weibchen, was ich gerade gekauft habe. Ist ein Weibchen. Na gut. Ich wollte eigentlich nach da hinten, fällt mir gerade ein, weil ich mir hier den Skin kopieren wollte.
So, aber bitte ohne das Vivarium. Ja. Das passt von der Drehung schon ziemlich gut. Ziehen wir jetzt einfach mal runter. Da habe ich mich doch ganz gut verguckt gerade. So. Ja, hier passt die Drehung nicht ganz. Da müssen wir noch ein bisschen korrigieren. Auch ein Stück nach vorne ziehen. Und dann sitzt das Ding doch. Okay. Das richtige Tier noch drauf geben. Oben auch noch. Okay, ach nee, Moment. Wir brauchen jetzt natürlich noch eine Spendenbüchse. So. Wir müssen hier natürlich noch alles einstellen, damit es keine Probleme gibt. Temperatur gehen wir ein bisschen runter. Feuchtigkeit müssen wir wahrscheinlich so auf 45% würde ich schätzen. So, was ist jetzt los? Ja, das haben wir doch gerade gemacht, da braucht doch jetzt keiner kommen. Alles gut, das Vivarium machen wir auch noch ein bisschen hübscher. Dann ist doch gleich alles gut. Könnt ihr gleich wegbleiben, ihr Lieben, ne? So. Jetzt sind natürlich noch ein paar Flamingos gestresst. Wahrscheinlich hier beim Futter, würde ich sagen. Dann stellen wir doch mal Schilder auf. Wo haben wir die denn? Hier unten, oder? Bitte nicht stören. So. Hinten bei dem anderen Futterding auch. Und das nächste schöne Problem. Keinen erreichbaren Mitarbeiterraum. Super. Ich muss diesen Weg mal wieder machen. Passt auf. Es geht mir ein bisschen auf den Geist hier. Irgendwie hängen die ja des Öfteren da hinten fest. So. Und jetzt nehme ich auch einfach mal diese Eingänge hier weg, oder? Probiere nämlich da hinten rauszugehen und das klappt natürlich nicht. So, hier sind wir jetzt. Hier machen wir weiter. Niedriges Wohlbefinden, was ist denn hier los? Sozialverhalten, Lebensqualität, Futterbeschäftigung, was ist denn das? Ich verstehe es noch nicht ganz. Erd ist doch... Ne, passt auf, vielleicht müssen wir mal ein bisschen mehr eingeben. Ja, das waren die falschen. Alles klar, nehmen wir einen Termitenhügel. Ja, und das raffe ich jetzt erst. Wie eklig. Ach, wie ungünstig. Okay. Ich hoffe, wir kriegen jetzt keinen weiteren Stress hier mit den Tieren. So, was haben wir denn noch, liebe Gäste? Hunger, Toilette, Bildung. Mach mal Toilette, das ist einfach. Sind wir da? Dann sind wir hier. Und dann können wir hier noch eine hinstellen. Bisschen weg vom Rand. Und eine kommt noch zum Pingus. Ich würde sagen, irgendwie direkt mal hier hin. Ach, da ist alles erhöht. Naja, warum eigentlich nicht, oder? Wir probieren es mal so. Mal gucken, ob ich es angeschlossen bekomme mit dem Naturweg.
Hui. Okay. Fällt mir noch nicht so gut. Ist ja nicht so, dass ich in einer finanziellen Notlage bin. Ich rede noch über gefällt mir oder gefällt mir nicht. Probieren wir es hier nochmal. Nee. Das ziehen wir mal um. Und genau so hier irgendwie hin. Preise werden synchronisiert. Soll mal nichts kosten, weil die Leute sollen aufs Klo gehen. Und glücklich sein, dass sie es können. Das ist jetzt wichtiger, als damit noch irgendwie ein paar Cent zu verdienen. Okay, die Meldungen sind weg. Hier haben wir noch nicht ganz die Temperatur getroffen. Zumindest die Feuchtigkeit, die Temperatur stimmt. Ein bisschen zu trocken, dann gehen wir mal auf 55, 56%, das ist doch gut. 1 Grad runter. So. Wir brauchen keine Aktivisten kommen. Hier ist noch ein Tier gestresst, eine Schildkröte. Tulinagwe. Dann sage ich jetzt hier tschüss. Du bist schon im Handelszentrum, wie kannst du denn gestresst sein? Hä, das ist ja natürlich auch ein bisschen witzig, oder? Muss man jetzt auch nicht verstehen, dann kommst du jetzt mal ins Gehege. Vielleicht gefällt es dir da ein bisschen besser. Oh, hier. Ein voller Erfolg. Pass auf, das kann ich mir jetzt echt nicht verkneifen, ganz ehrlich. Will ich doch ein bisschen Kohle haben, ganz ehrlich. Und schwupps, rollt der Rubel hier. Mit Warteschlange, das war wohl echt dringend hier bei den ganzen Leuten. Okay, habe ich echt schwer unterschätzt. Also, ihr lieben Gäste, was habt ihr noch für ein Problem? Toilette passt, Durst passt, Hunger können wir noch was machen, ja. Und Bildung. Bildung, da habe ich doch eine Idee. Ist das nicht? Das ist doch unser Infozentrum. Das macht hier keine Kohle. Das kommt weg. Das kommt hier vorne hin. Denn die Leute sollen ja Audioguides am Eingang kaufen. Und das ist dann auch gut für die Bildung. Und dann haben wir da hinten noch ein bisschen Platz gewonnen für ich habe Hunger. Und dann nehmen wir noch irgendwas zum Futter dazu. Oder lasst uns gucken, vielleicht haben wir noch irgendwas, was blöd ist und nicht läuft. Wir machen alle nicht so mega Geld. Niedriger Bedarf, niedriger Bedarf. Die anderen laufen effizient. Wir gucken mal, wo die Leute Hunger haben, oder? Hier hinten geht's. Hier kommen noch so ein paar Hungrige um die Ecke. Hier wird der Hunger schon gestillt. Also ich würde fast sagen, wir bilden doch lieber noch mal ein paar Leute aus. Oder das machen wir mal einfach lieber hier. Die Verkäufer, die sollten doch alle mal irgendwie mindestens Stufe 2 haben. Dann fertigen die auch die Kunden ein bisschen besser ab. Ist jetzt grob vernachlässigt, das ganze Thema. So.
Erdferkelinzucht, ja, natürlich, darf sein. Jo, Kosten sparen. Wir gucken mal, ob wir ein paar Tiere haben, die wir vielleicht mal weggeben können. Vielleicht irgendwie alte Tiere, die ohnehin bald sterben. Jo, Audrey, Levi. Ihr zwei. Du bist noch nicht alt. Ab zum Handelszentrum, dann sparen wir auch Futterkosten. So, wen haben wir denn hier? Gibt nochmal 5000, das ist doch wunderbar. Nehme ich lieber als die Arterhaltungspunkte. Jetzt gucken wir mal, ob wir noch ein Skinkmännchen finden. Ja, aber keine schönen. Naja. Okay, nehmen wir halt jetzt, ne? So. Der Laden läuft. Ah ja, das ist doch schön. Flamingos schwimmen auch hier oben. Keine Stressmeldungen. Keine Probleme. Naja, keine Probleme stimmt nicht. Ich habe jedes Mal, wenn ich den Spielstand lade, das Problem mit den Gegenständen in den drei Gehegen hier. Und ich habe nochmal nachgelesen, Gehege in Gehege funktioniert offiziell nicht. Steht so in der Supedia drin. Ich habe es irgendwie doch hingebacken, aber zu dem Preis, dass ich diese ganzen Probleme hier habe. Deswegen werde ich den Spielstand doch nicht einsenden. Denn die werden mir sagen, ja, ist ja auch nicht vorgesehen, was du machst. Dafür bin ich froh, dass es doch so gut läuft. Also, jetzt gucken wir noch einmal nach der Bildung. Vielleicht können wir da noch was rausholen. Zufriedenheit ist schon mal ein bisschen hochgegangen. Hier ist schon eine Unzufriedenheit mit den Toilettenpreisen. Ja, das bringt aber auch nicht so viel, dass ich das dringend machen müsste. Also, wir lassen es weg. Techniker soll mal kommen. Dem sollten wir natürlich auch sagen, dass er jetzt Toiletten reinigen soll. Das wäre nochmal ein Ding. Jo. Aber Technik wär's. Einmal hierhin, einmal dahin. Security soll da mitgucken. Okay. So, wir gucken nochmal nach der Bildung. Und da haben wir immer noch hier das Problem. Ich weiß noch nicht, wie wir es lösen sollen. Aber vielleicht haben wir das Thema, dass die Leute, die hier stehen, einfach die Tiere nicht sehen, die hier beworben werden. Deswegen könnten wir mal gucken, dass wir hier mal ein Essenstablett vielleicht. Dieses hier. Hier reinstellen. Dann können vielleicht die Leute von hier unten den Ottern zuschauen. Und jetzt brauchen wir ein Spielzeug oder ein Futterobjekt, dass nur die Schildkröten nehmen und nicht die Otter. Dann könnte man nochmal gucken. Aldabra. Hundeball, Früchtebaum. Klumpen aus gefrorenen Früchten. Wenn das jetzt die Otter nicht nehmen, dann hätten wir was spezifisch für die Schildkröten. Ja, das ist doch wunderbar. Können wir alle drei nehmen. Also bedienen wir uns mal hier. Ziehen diesen Früchtebaum mal um. Setzen ihn mal hier hin. Denn ich glaube, auf der Seite haben wir in der Tat die Schildkröten beworben. Und hier auch, das stimmt. Auf der Seite die Otter. Ist doch auch noch irgendwo ein Lautsprecher, oder? Man weiß es nicht so genau. Ich denke schon. Jetzt hat mir der Radar noch geschrieben, dass ich hier wohl irgendwo auch einen Fehler auf der Seite habe. Ich meine, hier wäre es. Otter und Schildkröte, das passt jetzt nicht ganz zusammen. Jetzt lasst uns einfach mal gucken. Ja, wir ziehen einfach dieses Schildkröten
Ding hier mal weg. Setzen es mal einfach in diese Lücke rein. Da sehen wir auf jeden Fall auch Schildkröten. Obwohl wir eigentlich ja gesagt haben, Moment, das hier soll ja eigentlich eine Schildkrötenecke sein, ne? Weil hier stehen ja die ganzen Schildkrötenspielsachen. Machen wir das mal so. Ja, und das stellen wir einfach trotzdem dazwischen. Dann haben wir hier den Raum nicht doppelt abgedeckt. Jetzt haben wir hier nochmal die Otter. Hier haben wir auch Otter. Das passt soweit. Hier machen wir mal ein bisschen kleiner, damit die Brücke nicht mitbeschallt wird. Wir ziehen das einfach mal hier rüber. Dann haben wir auch die Schildkröten drauf, das passt. Und setzen es noch einmal hier hin. Okay. Ich weiß natürlich nicht, ob das besser wird, aber wir gucken jetzt noch einmal bei den Bildungsangeboten hier. Ah ja, passt mal auf. Infotafeln 36%, 62% über die Lautsprecher. Die Audioguides, da kommen ganze 3% her. Ich würde jetzt fast sagen, die verschenken wir einfach mal. Da gehen wir ein bisschen mit dem Preis runter. Da sollen die Leute keine Hemmung haben. Und jetzt hat man noch zwei weitere Kategorien da. Das sind Gespräche. Das müssten diese neuen Ausbilder sein, wenn es mich nicht täuscht. Hier, stellen Sie einen Ausbilder ein. Das machen wir doch mal. Und gucken mal, was der so kann. Vielleicht habe ich da einfach was unterschätzt, was ganz wichtig ist. Ja, macht erstmal Pause. Na super. Mein Gehalt ist fair, das ist doch schön. So, wir können einen Arbeitsbereich einstellen. Du gehst zu den Flamingos. Oder besser noch. Genau, der macht nur das Flamingo-Gehege. Oder macht nur die Otter. So, der soll nur die Otter machen, genau. Oh, der kostet wie viel? Wo ist der Preis? 1100. Davon kann ich mir jetzt nicht gut mehrere leisten. Naja, einen nehmen wir für die Pinguine. Quatsch. Hier. So. Und das ist natürlich richtig teuer. Da will ich jetzt mal nicht zu viel machen. Muss lange Strecken zurücklegen. Ach, ich bitte dich, komm, von hier zu den Ottern ist es nicht weit. Okay. So, die Kohle geht langsam in die richtige Richtung. Wir machen wieder Plus. Alles klar, das läuft doch schon mal gut. Die Rückerstattungen gehen zurück. Gehen zurück. Sage ich mal vorsichtig. Wir können jetzt nochmal das Marketing umstellen. Von einem teuren auf ein billiges. Jetzt die Frage. Bringt auch nur einen Stern. Das ist natürlich schlecht. Das bringt dann 5 Sterne. Dann lassen wir das doch bitte. Das brauchen wir für den Zoruf schon. Aber es wäre eine Möglichkeit, um nochmal ad hoc Geld zu sparen. Okay. So, letzter Check. Liebe Gäste, alles im grünen Bereich. Bildung geht hoch. Toilettenblock 2 haben wir doch mittlerweile den Preis abgeschafft, oder? Ja. Da müsste mal jemand kommen. Sau heiß, immer noch. Immer noch Müll. Wo ist noch Müll? Ach Leute, jetzt aber mal bitte, ja?
So schlimm ist es jetzt auch nicht. Jetzt würde ich sagen, da schicken wir die Zoopfleger nochmal in die nächste Ausbildungsstufe rein und dann geht das auf jeden Fall auch. Zumindest die hier, die noch nicht auf Stufe 2 sind. Okay, was haben wir hier noch? Ja, das Gemaule, das interessiert mich nicht. Energie noch immer tipptopp. Hunger. Naja, ne? Irgendwie habe ich das Gefühl, wir müssten hier eine Brücke hochziehen. Aber da machen wir diesen ganzen schönen Bereich kaputt. Hier eine Brücke und da oben noch einen Laden hin. Aber nee, ich glaube, wir müssen eher mal die anderen Leute ein bisschen effizienter machen, die anderen Verkäufer. Damit gewinnen wir mehr. Einrichtung, nochmal gucken. Der Chief Beef. Da kommen einfach zu wenig Leute vorbei. Der macht zwar noch Geld, aber irgendwie nicht genug. Tjanu. Gut, aber sagen wir mal so, die Kohle hat sich zumindest mal stabilisiert. Nee, noch nicht ganz. Es hat sich noch nicht ganz erholt. Da sind wieder Rückerstattungen gekommen. Immer noch mit dem gleichen Thema. Okay, Leute, ein paar kleine Sachen mache ich dann noch im Off, würde ich sagen. Ich will jetzt keine weitere Folge mit dem Thema verbringen. Aber so ganz ausgestanden ist es noch nicht. Und ich mache an der Stelle mal Schluss, sage vielen Dank fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr morgen auch wieder dabei seid. Bis dann, euer Matze.